For the glory of mankind. Und da muss ich jetzt einmal ganz kurz gucken, wie das funktioniert. Denn das wurde mir direkt nämlich noch mitgegeben. Das gute Spiel, falls ihr das nicht wisst, hat fucking 26 Enden. Ja, 26. Und eins der Enden soll man wohl auslesen können, wenn wir Folgendes machen, das was ich jetzt eigentlich machen wollte. Wenn ich denn weiß, wie. Jetzt müsste ich nur noch wissen, wie man diese Selbstzerstörung aktiviert. So glaube ich nicht. Jetzt bin ich überfordert. Ha, da, Selbstzerstörung. Durch die Selbstzerstörung zerbarst der Bunker mit einer gewaltigen Explosion. Von der Planetenoberfläche aus sah das recht hübsch aus. Irgendwo im Weltraum schwebt die Kommandantin noch immer umher. Ihr Gesichtsausdruck ist starr und ernst. Das war der Buchstabe U, also. Ja, Freunde. Das war ein Ende von Nier Automata. Und damit landen wir wieder im Titelbildschirm und drücken auf Fortfahren und sind dann wieder unten da, wo wir das letzte Mal gespeichert haben und starten das Ganze dann. Aber gut, jetzt kennen wir das auch. War, glaube ich, das Beste der 26 Enden, würde ich jetzt mal sagen. Sehr umfangreich. Alter, die haben echt einen Knall, die für uns Square Enix, muss ich ja sagen. Wirklich. Wirklich, wirklich. Ja gut, ne? So, da sind wir hier wieder. Und noch ein Gegenstand und wir pausieren dann jetzt erstmal. Noch ein Gegenstand. Ne, liegt so eine Kiste. Ja, pausieren. Patty Shot. Läuft. Speichern. Ja, bitte. Spiel fortsetzen. Ja, bitte. Das hat sich jetzt gelohnt. Ich bin ja auch nur Gegenstände nicht. Ja gut, damit haben wir pausiert. Jetzt weiß ich aber nicht so richtig, was wir jetzt als nächstes machen müssen. Aufgaben, aktive Aufgaben haben wir nämlich keine mehr. Ja. Hast du neue Sachen im Start hier? Glaube nicht. Moment, da gab es ja noch Upgrades. Genau, das war ja auch noch was wir machen können. Hier haben wir die Sachen nicht für. Da fehlt uns Pyrit für und hier fehlt uns Tierfell für, okay. Was sagst du hier?
Nix, okay. Müssen wir vielleicht wieder zurück zum Bunker? Könnte ich mir vorstellen, dass das schon stimmte. Dann transportieren wir uns doch dahin und lassen uns diesmal nicht hochgehen. Wir haben hier einen Punkt im Hangar und da hinten haben wir noch einen Punkt. Laufen wir zurück. Das ist Scheiß auf Aufzug nehmen. Da war eine Aufgabe. In der Tat gibt es da etwas, um das ich Sie bitten möchte. Wir brauchen Ihre Hilfe bei der Verbesserung der Netzwerkumgebung zwischen Bunker und Oberfläche. Sobald das erledigt ist, können wir unsere Operationen noch effizienter ausführen. Zuerst müssen Sie die benötigten Materialien zur Anführung des Widerstandlagers bringen. Ein Operator wird Ihnen erläutern, wie Sie an die Materialien kommen, sobald Sie gelandet sind. Ja, Kommandantin. Alles klar. Wird gemacht. Und da wir jetzt eh zum Hangar noch müssen. Hangar. Und da sind wir. Guten Tag. Tui, bist du das? Ja, aber Gott sei Dank, mein Name ist 16D. Meine Ausbilderin 11B war beim Sturm auf die verlassene Fabrik in deinem Team. Ich nehme nicht an, dass sie... Sie wurde während des Kampfes abgeschossen. Ja, tja, wie eigentlich jeder. Ich verstehe, eine Schande. Sie war die beste Mentorin, die ich mir hätte wünschen können. Sie war so stark und bewundernswert. Was ist mit ihrem Körper geschehen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, es steht mir nicht zu, dies zu fragen... Aber nun, wenn du etwas von ihr finden solltest, würde es dir etwas ausmachen, es mir zu bringen. Das hat keine Priorität oder so, nur wenn du Zeit haben solltest. Ja, stimmen wir mal zu. Ich werde die Augen offen halten. Das heißt, wir müssen jetzt eh in die Fabrik. Okay, hätten wir uns gerade eigentlich sparen können, aber gut. Potter, haben wir Informationen über 11B's Blackbox. Negativ, 11B's Blackbox ist noch nicht geborgen worden. Sie wurde in der Nähe verlassenen Fabrik abgeschossen, richtig? Ja, gut. Und wir fliegen jetzt natürlich nicht runter, wir porten uns runter, das geht dreimal schneller. Ich glaube, wir können eh nicht immer noch runterfliegen. Das wegen. Machen wir das jetzt eh so. Und charge! Zack, und dann Transport. Widerstandslager. Johan. For the glory of mankind. Ja, Überprüfung abgeschlossen. Kampfvorbereitung abgeschlossen. Läuft. Wir sind ready. Und dann gehen wir jetzt auch schon Richtung Fabrik. Operator to 9S. This is 9S. Go ahead. I have an incoming message for 2B and 9S from the commander. Initiating playback. 2B, 9S. We've lost contact with several Yorha units that were on their way to the surface. Their black boxes are online, so we presume they're still alive. We've tracked the location of their signals, so I need all Yorha units on the surface to head over and investigate. End transmission. I heard something about that back at the resistance camp. Target location confirmed. I'm worried about the other androids. We should probably check this out as soon as possible. Ja, machen wir erstmal jetzt die Nebenquest hier. Waren ja gerade schon in der Fabrik. Tut's auch nicht weh, wenn wir dann jetzt nochmal hingehen.
die Kamera automatisch immer so positioniert wird nach einer Zeit, dass man unter Rock gucken muss. Es ist... Das ist ein Chauvinistenspiel. Ganz, ganz schlimm, Square Enix. Schämen solltet ihr euch. Geben uns dann wieder hier hoch. Anscheinend kann man da hinten wieder rein. Konnten wir das gerade schon oder können wir es jetzt erst? Ich glaube, wir hätten gerade auch schon hier reingekonnt. Mal schauen, ob wir die Blackbox finden. Kommt ihr denn her? Natürlich. Meine Güte, was ist denn los mit meinen Ausweichkünsten jetzt gerade? Wer ist auch für die? Ich bin jetzt auch nochmal sicher hier. Und noch jetzt wieder so viel. Ah, wobei wir wurden jetzt geheilt, alles klar. Brauchen wir nicht mal das benutzen. Sehr gut. Den Tor haben wir schon geöffnet. Erst looten, dann kämpfen. Immer die beste Devise. Kommen wir nicht rein. Müssen wir jetzt echt komplett zurück an den Anfang? Ja gut, machen wir es doch einfach mal. Ja. Gibt alles auch gut Geld und EP. Haben wir eine Kiste übersehen damals. 1000 Schnieke.
Eigentlich wollte ich hier runterspringen. Surprise, da komme ich von hinten, ne? Freunde. Ja, ist klar. Das ist sehr fair. Das ist ultra fair. Ich bin gerade am Looten. Lass mich in Ruhe. Vielleicht müssen wir denn noch laufen, ey? So, ganz am Anfang wieder. Also wenn jetzt hier nichts ist, dann weiß ich auch nicht. That's a Yorha unit. Analysis. Yorha Type B body confirmed. It belongs to the missing unit known as 11B. So this is where you landed. Pod, can you access her black box? Negative. Unit 11B's black box has been irreparably damaged. Proposal. Unit 2B should recover any usable weapons. Fragmented data detected in memory region. Mit größten Vergnügen. Eleven B's Fluchtplan, verstrichene Zeit. 2 Minuten 13, denke ich mal. Reaktivierung abgeschlossen. Die Überprüfung meines Körpers weist verschiedene Fehler auf. Die Kommunikationsfunktionen sind zerstört. Ich kann weder mein Team noch den Bunker kontaktieren. Ich werde einen Entwurf dieser Nachricht als Protokoll zurücklassen. Verstrichene Zeit 10 Minuten 13. Ich überprüfe meinen Plan noch einmal. Ich nutze meine angebliche Zerstörung in diesem Einsatz als Tarnung und trenne jegliche Kommunikation. Ich gehe dann unterhalb der verlassenen Fabrik durch und fliehe. Nach weiterer Analyse stelle ich fest, dass ich in meiner Flugeinheit von Flugabwehrfeuer getroffen wurde, wodurch mein Körper Schaden erlitten hat. Doch kein Problem, er kann repariert werden. Verstrichene Zeit 15:21. Mir ist kalt, meine sensorischen Systeme scheinen zu versagen. Verstrichene Zeit 33:12. Bildfehler bedecken meine Sicht. Es treten häufig Viruswarnungen auf. Es ist nicht sicher, ob ich infiziert bin oder systemfehlerhaft ist. Verstrichene Zeit 33:21. Die Reparaturen gingen langsam voran. Vielleicht, weil ich durcheinander bin. Verfolger werden kommen, wenn ich mich nicht bald auf den Weg mache. War meine Flucht ein Fehler? 33:31. Ich habe Angst. Ich will zurück zum Bunker, aber ich kann meine Kommunikation nicht wiederherstellen. Verstrichene Zeit 38. So kann das nicht weitergehen. Ich kann hier nicht bleiben. Ich muss weg. Die Yorha-Schwadron hatten Unrecht. Ich muss an einen sicheren Ort. Ich habe Angst. Verstrichene Zeit 45. Schmerzen, sie tun weh. Hilfe, warum aufhören? Wer bin ich? Falsch. Ich muss weg. Okay. She was planning to go AWOL. Violation of regulations detected. However, due to the death of the unit in question, corrective punishment is impossible. I'll bring this weapon back to 16D in the bunker. Interessant. So. Und wir begeben uns jetzt noch zurück. So einen Speicherpunkt. Beziehungsweise erstmal komplett raus aus dieser Fabrik. Lauf. Ja, cool wäre, wenn wir jetzt so was wie Schnellreise machen könnten.
wird das Ganze jetzt etwas beschleunigen. Wieso kämpfe ich hier überhaupt? Kann auch einfach weitergehen. Habe ich doch alles schon mal gemacht. Leitern funktionieren genauso. Wir sind schon fast wieder durch. Geht doch ein Tick schneller als ich dachte. Das Mädchen hat einen ganz schön schnellen Schritt drauf, nämlich. Ich glaube, hiernach sind wir dann auch schon raus. Ah, das Sonnenlicht. Schön. Schön. Schön, da ist die Sonne. Da ist der Mond. Nein, Quatsch. Ich habe nichts gesagt. Das könnt ihr mir hier nicht vorhalten. Nein, nein, ihr habt keine Beweise, dass ich unanständige Gedanken habe. Das hat niemand. Kein Mensch auf dieser Welt kann das beweisen. Nicht eine einzige. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Und wenn jemand das Gegenteil beweisen kann, dann soll er was mit mich anrufen oder so. Keine Ahnung. WhatsApp. Persönlich ansprechen. Ich existiere auch in der reellen Welt. Will man gar nicht glauben, aber ist so. Und wir haben, glaube ich, jetzt den Speicherpunkt hier gefunden. Denn ich muss leider jetzt auch. Oh, guck mal, was haben wir denn da noch? Können wir noch mal bergen. Die Aufnahme beenden. Und für euch heißt das, das war es auch für diese Folge. Wir sind auch gut bei der Zeit. Deswegen bedanke ich mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Für mich dann eine neue Aufnahme, für euch einfach die nächste Folge. Bye!